Freunde, es ist gerade Freitag auf Samstagabend um 0 Uhr und es ist gerade was Überheftiges gedroppt, was seinesgleichen suchen wird, den ersten Teil nochmal ums Doppelte übertreffen wird. Und zwar ist hier die Rede, Freunde, von Young Alpha 2. Das Ding kam gerade eben raus. Ich habe das bei Instagram oder Snapchat gesehen und habe mir gedacht, wir müssen da zusammen reinhören. Also das habe ich mir damals schon gedacht, als er nur angekündigt hat, dass das rauskommt. Ja, ich habe mich da, muss ich sagen, sehr drauf gefreut und habe auch eigentlich Lust, mir das hier 5 Stunden lang anzuhören. Nein, also wirklich mal Spaß beiseite, Freunde. Was soll man dazu sagen zur Musik? Ich glaube, wir sind alle der gleichen Meinung. Hoffe ich für euch, okay? Ansonsten, wir hören halt einfach immer mal so ein bisschen rein in die Songs. Die sind meistens jetzt nicht so, dass ich sage, okay, die müssen wir ganz hören. Deswegen hören wir einfach immer mal ein bisschen rein. Ja, und es sollte dann lang, Freunde. Ansonsten sind wir gerade auf dem Weg zu 7000 Abos, um mal noch zu was Positivem in diesem Video zu kommen, weil das Album wahrscheinlich nicht so positiv wird. Lasst gerne ein Abo da, würde mich sehr freuen. Und wir hören hier rein in Young Alpha 2 von Young Alpha. Übrigens natürlich gesigned bei Young Alpha Records oder wie das Ding damals hieß. 2, Young Alpha, Legende, guter Tag ist viral gegangen. Okay, da muss man ihm ja jetzt immerhin mal recht geben. Also die Aussage hier, Young Alpha, von Young Alpha hier, dass Dings hier, guter Tag, viral gegangen ist, die stimmt ja tatsächlich. Tür zu, nein, Baby, jetzt kein Ficky. Das ist Young Alpha. Also wirklich, alleine nur dieser Anfang hier, das ist ja schon so cringe. Tür zu, nein, Baby, jetzt kein Ficky. Das kann so ein nices Meme werden. Das ist Young Alpha 2, die Girls werden geil. Ich bin gebräunt im Sommer, so muss das sein. Das ist Young Alpha 2, die Girls werden geil. Sie ist gebräunt im Sommer, so muss das sein. Young Alpha 2, nach dem Sex kommt sie nicht mehr. Okay, also ich muss jetzt wirklich, wir bleiben hier natürlich ehrlich, ne? Also, es ist schon cringe so, ne? Aber man muss sagen, es ist immerhin, also finde ich jetzt besser als das letzte Album so. Zumindest jetzt von dem Song, den wir jetzt gehört haben. Und das heißt nicht, dass ich das gut finde oder so, aber ihr wisst schon, wie ich es meine. Ich finde das jetzt immerhin nicht ganz so kacke, auch vom Beat her und so, schon wie bei den anderen Songs. Nein, denn ich lass einen abseilen. Ich kack die okay, da hat das dann auch, also, ja, gut, ich nehme meine Aussage gerne zurück. Voll, du kleiner Troll, findest das toll. Warte, wer ist ein Troll? Voll, du kleiner, kack die Bude voll, du kleiner Troll. Achso, sagt er gar nicht. Er sagt nur, ich kack die Bude voll, du kleiner Troll. Findest das toll. 6 Stunden ficken im Luxushotel, Essen bestellen. Kack ich dir. Also, Autotune ist minimal auch am Start. Ey, nachdem ich 6 Stunden deine Freundin ficke, scheiß ich die Wand an. Digga, jetzt mal, also wirklich mal Real Talk, ne? Wie kommt man auf so einen Bullshit? Wie kommt man da drauf? Scheiß ich die Wand an, sind kein Netto im Monat und du gehst jetzt zu Netto und kaufst ein paar Eier, denn du hast gar keine, ich mach daraus Spiegel. Okay, komm, bester Tag, das Young Alpha 2, schneller als gedacht, dank euch. Ich liebe meine Fans, okay? Models machen alles, was ich sag. Sie kommt aus Russland, wie mein Ikea-Glas. Weißt du? Hä? Sag, sie kommt aus Russland, wie mein Ikea-Glas. Okay. Weißt du, was ich so gar nicht mag? Deine Freundin hat ein Bart, das ist hart. Heute ist der. Deine Freundin hat ein Bart, das ist hart. Beste Tag, deine Freundin hat ein Bart. Young Alpha 2 kommt endlich auf den Markt. Heute ist der beste Tag, deine Freundin hat ein Bart. Young Alpha 2, Gott, ihr Liebe, ich bin gechartet. Ach, er ist gechartet? Ah, na dann. Okay, also da habe ich wohl irgendwas verpasst, aber keine Frage, Freunde. Und hat mehr Models bekommen als Young Alpha 2 kommt endlich auf den Markt. Heute ist der beste. Okay. Alleine jetzt, weil wir den Song gehört haben, wie gesagt, ist ja Freitag auf Samstag, der Tag ist halt jetzt schon wirklich, also geisteskrank nice einfach deswegen. Ansonsten Sommerhit 2020, habe ich schon extra Video dazu gemacht, habe ich nicht mal bis zum Ende ausgehalten. Und sie reiben Malle, ich bringe einen Sommerhit, so viel wie dieses Jahr hab ich. Dann haben wir als nächstes West-Berlin. Brandneuer Audi für nebenbei, so viele Girls, zu wenig Zeit. Brauch keine Jungs, die schieben Neid. Chill in der Bar, bestell Flaschen auf Eis. Brandneuer Audi für nebenbei, so viele.
viele Girls, zu wenig Zeit. Brauch keine Jungs, die schieben Neid. Chillen. Also, man muss jetzt wirklich sagen, vom Text her war das jetzt wirklich das Beste. Also, da war jetzt noch kein wirklich, also so ein behinderter Reim drinnen, sondern das ging noch. Aber bestell Flaschen auf Eis, treff mich in West-Berlin. Mach alles selbst ohne Team. Also, da muss ich sagen, das. Nein, Spaß, das hauen wir nicht rein, Digga. Absolut nicht. Ich bin nicht Gott, trotzdem ist sie auf Knien. Du fährst ne Lambo, doch der ist geliehen. Meine Straße voll mit Designern und Source von Rolex. Guck auf den Stempel, safe ist die Edge. Mach Geld wie die Alten, doch bin neu im Geschäft. Sie beobachten, ich werde nachgehen. 300.000. Also wirklich vom Text her jetzt, ne, ist das am wenigsten gezweckt. Also das ist jetzt wirklich objektiv bewertet, das beste Lied bis jetzt, ne. Auch wenn das jetzt, also, ja, nee, ist ja absolut geisteskrank geil. Ich lass mich nicht abziehen, ich mach die zweite Million. Milli, Milli. Dann lauf ich zur Bank und werd abgehen. Girls haben. Ja, okay, wir hören Hotel an. Young Alpha. Beginnt das eigentlich immer alles gleich mit Young Alpha? Das sagt er doch jedes Mal am Anfang. Rede nicht viel, seh nur mein Ziel. Nehme sie auseinander. Aber es ist sogar vom Sound her auch irgendwie besser, ne, als das andere Album. Also, ich finde jetzt schon mal die Beats, und die sind ja nicht von ihm, deswegen kann man die auch auf jeden Fall mal hier sagen, dass die ja jetzt nicht mal, also von zwei Songs bis jetzt irgendwie nicht mal so schlecht waren. Und der Sound davon immerhin besser ist als bei dem anderen Album. Also, er klingt nicht ganz so kacke irgendwie, und es wurde sich irgendwie mehr Mühe einfach gegeben. Aber das sind halt die Sachen, die nichts mit ihm so wirklich zu tun haben. Also, es ist eigentlich alles in Ordnung, was nicht von ihm kommt oder nichts mit ihm zu tun hat. Zusammen oder nacheinander, sie bringt ihre Beste. Mach mal nichts draus, Hater können weniger als ich. Ich komm jetzt kurz. Ja, gut, okay. Guten Tag. Hä? Der versucht das doch wirklich jetzt mit dem nächsten Lied, weil das ähnlich heißt, also mit bester Tag oder mit guten Tag, einfach weil das andere Ding so viral gegangen ist, das gleiche nochmal hinzubekommen, oder? Ja, Alpha. Ha. Guten Tag. Geil, Schwanz. Guten Tag. Ich bin's, Mr. Geil, Schwanz. Oh mein Gott, Digga. Ey, das ist doch nicht normal. Villa. Ah, es beginnt nicht mit Young Alpha, sondern mit Lalala. Keiner ist perfekt, doch der Boy ist nah dran. Du musst mir nichts beweisen. Komm in meine Villa, ich will dir noch was zeigen. Keiner ist perfekt, doch der Boy ist nah dran. Du musst mir nichts beweisen. Komm in meine Villa, ich will dir noch was zeigen. Meine Villa, la 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 la. Ja, wie gesagt, ne, also es ist schon vom Sound her und so, klingt schon an, also besser als das letzte Album als Young Alpha, aber der Rest davon ist einfach Müll. Ja. Meine Art. Ja, ich kann sie nicht. Das Model durch meine Art. Ich kann sagen, dass sie mich mag. Wir gehen direkt ins Hotel, wenn nicht geht's auch im Auto, klar. Winkt das Stück ins Coupé, Mercedes AMG. Fahr gerade GTS, von mir aus geht aber auch GT. Ich klär das Model durch meine Art. Meine Klöten, spiel an der Flöte. Ja, zum Kudamm. Girl, girl, leck meine Klöten, spiel an der Flöte. Ja, ey, das kann man doch so gut vermimen, ne? Also dafür muss man ihm eigentlich schon fast wieder danken für diese Scheiße hier. Weil da kannst du so geile Memes draus machen, ey. Girl, girl, leck meine Klöten, spiel an der Flöte. Girl, girl, leck meine Klöten, spiel an der Flöte. Girl, girl, leck meine Klöten, spiel an der Flöte. Ich klär das Model durch meine Art. Okay, dann haben wir hier Song Nummer 9 direkt. Das ist perfekt. Sie kennt mich aus dem Internet und jetzt kennt sie mich im Netz. Sie will mich heute jetzt direkt. Sie will mich heute jetzt direkt. Ich spiel dir nichts vor.
Schmeckt zuckersüß wie mein Schwanz in Honig getunkt. Bringt deine Freundin keine Eifersucht, dafür kein Grund. Ihr beide kommt ins Hotel, leckt ihn, habt ihn am Mund. Ich. Junge, okay. Track Nummer 10 heißt Veranda. Gib ihm, ha. Young Alpha. Ja. Ich liebe dein Body, sah mein Shorty, der Boy muss ran da. Du bist so ein Hotty, wir haben Sex auf der Veranda. Du machst mich horny, sieht was vor mir, zeig dir'n Tanga. Modelmasse, blonder Pony, so auxiliär wie Fanta. Ich liebe dein Body, sah mein Shorty, der Boy muss ha, ha. Veranda. Okay, ich glaube, langt auch wieder mit dem Song. Dann haben wir jetzt hier noch den letzten Song, Track Nummer 11, und zwar Groupie. Danach gucken wir kurz mal, wie viel eigentlich, also was er so für Streams eigentlich hat. Das würde mich auch mal interessieren. Die Reime sind auch, ja, wirklich hohes Niveau hier, wie man schon hört. Also Groupie und Uzi und so, das. Pola, ja supi, viel von Gucci, für das Groupie. Ich trag viel von Gucci, mein Flow hat das wie ne Uzi. Alles easy, Young Alpha, frag nicht wer ich bin, denn man kennt ihn. Mein Style ist fresh, trendy, das lieben die Groupies. Ja, das lieben die Groupies. Ich trag viel von Gucci, mein Flow hat das wie ne Uzi. Alles easy, Booty wie meine Mode. Okay, ja, ich glaube, es langt auch an der Stelle. Ich muss wirklich sagen, Dings hier, die Lieder könnte man vielleicht sogar zu Ende hören, so aus Spaß, aber zum Beispiel bei dem Sommerhit, ich hab das, also das war wirklich einfach so, wirklich, das konntest du dir einfach überhaupt nicht anhören, nicht mal zum Spaß oder so. Jetzt gucken wir mal nach, wie viele monatliche Hörer er hier denn eigentlich hat, Informationen. Okay, 360.000 monatliche Hörer. Nicht schlecht, nicht schlecht. Dann hier, guter Tag, 2 Millionen Streams. Der Sommerhit hier 200.000, Young Alpha 265.000, zwei Frauen 135.000, Corona 122.000, okay. Ja, so viel dazu, Freunde. Das war's eigentlich schon mit dieser Reaction. Ich hoffe, euch hat das Video irgendwie gefallen und unterhalten. Ich weiß nicht, was man noch großartig dazu sagen soll. Ja, lasst einfach ein Like und ein Abo da am besten, aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns wieder morgen oder eigentlich ja sozusagen heute mit den nächsten Videos und Reactions. Bis dann, Freunde. Ciao.